Herzlich willkommen zur Samstagskonferenz der zweiten Liga. Das sind die drei Partien, die da oben in dem separaten Kasten zu sehen sind. Die, die unten stehen, werden nachher jeweils noch ganz kurz gezeigt, beziehungsweise die Tore, die da in der Prognose gefallen sind, aus ja, zeitlichen Gründen konnte ich das nicht ganz bewerkstelligen anders. Aber gut, das soll's mit dem Gelaber sein. Los geht's mit der Konferenz. Viel Spaß dabei. Und damit herzlich willkommen in der Konferenz Samstag, 13 Uhr im Rudolf-Habig-Stadion, so wie jetzt die Heimspielstätte der Dresdner seit Dienstag auch offiziell heißt, geht es los gegen die Darmstädter. Wir schauen auf die Tabelle. 5 Teams von den 6, die wir heute sehen, sind im ersten Abschnitt zu finden. Wir schauen gleich in die zweite Hälfte, wo dann Dresden steht, aber nicht so weit unten, sondern ganz oben. Und man kann sich eben mit einem Sieg auch nach oben spielen. Das sind hier die ersten Eindrücke aus Dresden. Wir können hoffentlich eine gute Partie erwarten. Nach dem 0:1 gegen Hamburg will Dresden zu Hause jetzt die 3 Punkte holen. Ab nach Bielefeld. Arminia Bielefeld konnte beim 0:0 gegen Magdeburg kein Treffer erzielen, was ungewöhnlich ist. Ansonsten sind sie durchaus schießwütig. Dort war es eben dann mal eine Partie ohne Treffer, aber auch positiv auf der anderen Seite eben keinen Gegentreffer zu kassieren. Union Berlin möchte nach 2 unentschiedenen Folgen wieder dreifach punkten. Eine Partie hier eigentlich zwischen 2 Teams, die Ansprüche nach oben stellen, könnte interessant werden. Ab in den hohen Norden nach Kiel. Holstein Kiel hat eine ganz schöne Packung bekommen bei Greuther Fürth. Kassierten sie eine 4:1 Pleite. Das möchten sie jetzt wieder gut machen, aber der VfL Bochum hat sich gegen Ingolstadt so richtig in den Modus geschossen. Es ist für den VfL Bochum die Möglichkeit, an die Tabellenspitze zu springen, aber Kiel wird es ihnen nicht einfach machen. Kiel steht im Tabellenmittelfeld momentan. Bochum auf dem Relegationsrang. Man darf auch hier auf jeden Fall auf eine spannende Partie gespannt sein. Wir gehen nach Dresden, da starten wir. Schau noch einmal auf die Elf vom SV Darmstadt 98 und dann freuen wir uns doch drauf, dass diese Konferenz endlich losgeht. Samstagnachmittag, Darmstadt in den blauen Trikots von rechts nach links in der ersten Halbzeit und Dresden in den gelben Trikots mit den schwarzen Hosen. Wir dürfen uns drauf freuen. Eine Partie von 2 Traditionsmannschaften und beide wollen hier unbedingt den Dreier haben. Darmstadt will Anschluss nach oben halten. Und Dresden möchte jetzt im neuen Rudolf-Habig-Stadion Elfmeter in Kiel mit neuem Namen den ersten Dreier holen. Ab nach Kiel, da gibt es schon Elfmeter. Und zwar für die Gäste, unglückliche Aktion, 2. Spielminute und schon gerät Holstein Kiel richtig unter Druck. Hauke Wahl mit dem Foul hier an Lukas Hinterseher, kann man so sehen, kann man so pfeifen. Das ist einfach unglücklich und zu dem Zeitpunkt jetzt schon die Möglichkeit für den VfL Bochum auf 1:0 zu stellen. Wir bewegen uns in der 3. Spielminute. Kronholm gegen Hinterseher. Hinterseher gegen seinen Ex-Club, gegen Ingolstadt, war er vom Punkt erfolgreich. Jetzt gegen Kronholm. Behält er, aber nicht die Nerven. Kronholm pariert und macht damit den Fehler seines Kollegen wieder wett. Aber ich muss mich korrigieren. Der Fehler bzw. das Foul kam nicht von Hauke Wahl, sondern von Jonas Meffert. Wurde nicht ausgenutzt, also weiterhin 0:0. Bochum will hier gleich antworten, bekommt den Ball hier aber gerade nicht gefährlich vors Tor. Ab nach Bielefeld. Und Bielefeld kommt. Klos, das ist Vogelsammer und wie Bielefeld kommt. 4. Spielminute, was für eine Anfangsphase in der Konferenz. Andreas Vogelsammer mit dem frühen 1:0. Eben kratzten wir schon am ersten Treffer und jetzt ist er da. Diesmal nicht per Strafstoß, sondern per ansehnlichen Hammer. Oben rechts rein, nicht zu halten für Gikiewicz. Da kann er fliegen, wie er will. Der ist perfekt platziert. Bielefeld führt mit 1:0 schon ganz früh und Union Berlin steht momentan wieder hinter Bielefeld. Es ist zu dem Zeitpunkt der Saison eigentlich Quatsch, auf die Tabelle zu schauen. Es lässt sich minimal ablesen, wo die Richtung hingehen könnte. Aber insbesondere in dieser Liga kann man mit 1-2 Siegen von ganz unten nach ganz oben kommen. Union Berlin möchte aber dennoch hier erstmal Punkte mitnehmen. Das wird jetzt schwieriger durch diesen frühen Führungstreffer der Arminia.
Die sind gut in der Saison. Letztes Heimspiel 5:3 gegen Regensburg. Da haben sie einiges gezeigt und jetzt möchten sie hier gleich nochmal nachlegen. Andreas Vogelsammer. Fast mit dem Doppelpack, aber da wird auch überhaupt nicht richtig angegangen. Hübner, Torschütze zum 2:2 gegen Duisburg letzte Woche. Schaut nur hinterher. Hier steht es 1:0. Wir geben nach Dresden. Wo noch nicht ganz so viel los ist, nach knapp 10 gespielten Minuten von Elfmetern und Toren sind wir noch weit entfernt. Es ist erstmal ein wenig eine Abtastphase hier zu Beginn. Jetzt kommt aber mal Dynamo Dresden. Patrick Ebert aber etwas überhastet mit dieser Flanke. Holland kann das ohne Probleme klären. Und jetzt eventuell der Gegenangriff über Marvin Melem, der den Ball von Heller bekommen hat. Auf die linke Seite Jones Dursun. Aber da muss er sich eigentlich nach rechts orientieren, wo viel Freiräume waren. Jones jetzt mit der Flanke, aber das ist gar nichts. Nochmal die Flanke, Schubert klärt und wir geben weiter. Wir schauen nochmal auf den parierten Strafstoß von Kronholm. Da macht er sich richtig lang, der ist super gehalten. Dann gab es nochmal eine Möglichkeit für Bochum, aber auch Kiel konnte hier schon einmal zum Torschuss kommen. Meffert aber rechts vorbei. Der den Strafstoß verursacht hat, wird nicht bestraft, konnte sich hier fast im Gegenteil noch belohnen. Aber es steht nach 17 Minuten 0:0. Es ist eine ansehnliche Partie. Eben schon Elfmeter gesehen und viele Torchancen. Jetzt kommt schon wieder Kiel. Offenes Visier, Bochum. Tor an Bielefeld. Ist auch immer torhungrig. Hat man gesehen gegen Ingolstadt. Ab nach Bielefeld das zweite Tor. Und das zweite Tor für die Arminia. Patrick Weihrauch mit dem zweiten Treffer für die Gastgeber. Union Berlin. Wie von allen sind schon gegen Duisburg die ein oder andere defensive Schwäche aufgezeigt und jetzt nutzt Bielefeld das eiskalt aus in der Offensive. Einfach nur unglaubliche Qualität und Patrick Weihrauch, der Rechtsaußen, der immer wieder mit Edmundson die Seiten tauscht, ist jetzt hier auch relativ frei zum Schuss gekommen. Gikiewicz kann nur hinterher schauen, es steht 2:0 nach 18 Spielminuten für den deutschen Sportclub und Union Berlin hat jetzt eine richtige Packung, eine richtige Aufgabe vor sich. Bislang in der Saison noch nicht verloren. Es stehen 2 Siege und 3 Unentschieden zu Buche. Aber wenn man sich hier weiterhin so präsentiert, dann dürfte es schwierig werden, diese Statistik so zu halten. Union Berlin mit der Qualität nach vorne definitiv, aber hinten momentan einfach zu anfällig. Gegen Duisburg, die bis zu dem Zeitpunkt in der letzten Woche noch keinen Treffer markiert haben, bekamen sie eben 2 und das ist nicht der Anspruch von den Eisernen. Freistoß jetzt für Union Berlin, den schauen wir uns noch an. Vernünftige Position, nicht optimal, aber Felix Groß ist durchaus in der Lage mit seiner Schusstechnik da mal einen rauszuhauen. Die Mauer wird gestellt, Ortega Moreno macht sich auf jeden Fall schon mal bereit für einen Torschuss und der wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch in diese Richtung gehen, auch wenn viele große Kerle dabei. Union Berlin vorne mit dabei sind. Ortega Moreno hält den Ball und wir geben eine Station weiter nach Dresden. Weiterhin nicht sonderlich ansehnlich diese Partie. Darmstadt etwas besser in der Partie. Dynamo Dresden müht sich, versucht es, aber kommt nicht so recht zum Zuge, um Tor hier Kiel etwas zustande zu bringen. Ab nach Kiel. Lukas Hinterseher macht seinen verschossenen Elfmeter wieder gut und macht jetzt hier den Führungstreffer für die Gäste. Wie schon vorhin erwähnt, erfolgreich gewesen gegen seinen Ex-Club, gegen die Schanzer am letzten Wochenende beim 6:0. Und jetzt macht er hier den Führungstreffer für den VfL. Keine Chance für Kronholm, in die kurze Ecke reingeballert, das ist ein super Schuss. Da wirft er alles rein, hält danach nicht mal stand, aber kann dann zum Jubeln abdrehen. Bochum führt mit 1:0, das ist verdient. Mittlerweile verschossener Elfmeter, logischerweise. Und wenn man das addiert, Tor in Dresden, geht dieses 1:0 absolut in Ordnung. Ab nach Dresden, wo wir jetzt auch den ersten Treffer gesehen haben. Für die Gäste, Serdar Dursun in der 31. Spielminute. Geht so in Ordnung. Wir waren ja gerade noch mal drauf, wo wir Darmstadt etwas mehr Spielanteile zurechneten und jetzt nutzen sie das auch aus. Dynamo Dresden eiskalt erwischt hinten und das Rudolf-Habich-Stadion
Er stummt nicht, das kann man bei den Fans niemals sagen, aber es war schon ein kleiner Dämpfer jetzt. Die Lilien führen hier mit 1:0, halbe Stunde jetzt von der Uhr und ja, das geht wie gesagt absolut in Ordnung. Dresden kommt nicht so recht nach vorne und Darmstadt setzt die Nadelstiche über die schnellen Außen, Jones und Heller, und dann wird es eben immer mal wieder brandgefährlich und Dresden unter Mike Walpurgis kann das momentan noch nicht verhindern. Auch wenn sie am letzten Spieltag, wenn das etwas paradox klingt, gewonnen haben gegen Jahn Regensburg, möchte man jetzt auch den ersten Heimsieg unter dem Neutrainer Walpurgis auch einfahren. Darmstadt macht das gut, kann immer wieder diese Nadelstiche hier setzen. Jetzt ist aber erstmal Dresden dazwischen, Dumic, aber Darmstadt setzt sofort nach. Marvin Melem wieder, über den geht extrem viel, der neue Zehner. Heller mit der fehlerhaften Ballannahme, das sieht gerade ungefährlich aus. Wir gehen weiter. Union Berlin kommt, will anschließen. Sebastian Andersson mit der verunglückten Flanke, das ist gar nichts. Direkt in die Arme vom Bielefelder. Schlussmann, langer Abstoß. Vogelsammer gewinnt das Kopfballduell und dennoch bekommt Union Berlin wieder den Ball in die eigenen Reihen. In den letzten Minuten etwas besser geworden bei den Gästen. Man läuft aber eben diesen 2-Tore-Rückstand hinterher und da wäre so ein 2:1 vor der Pause gar nicht mal verkehrt. Gogia auf letztendlich Schmiedebach, aber super Tackling von Brunner, der das klärt. Und dann spielen sie es ganz cool aus, Seufert und Börner, der jetzt den Ball etwas mutlos oder überlegungslos, besser gesagt, nach vorne drischt. Und der kommt postwendend zurück. Kroos auf Andersson, wieder Felix Kroos, super Ball auf Grischa Prömel, 2:1. Union Berlin ist wieder da. Hatte sich etwas angedeutet jetzt in den letzten Minuten und jetzt ist der Treffer eben auch da. Bielefeld macht sich selber das Leben schwer, weil der Ball unmotiviert nach vorne gebolzt wurde und der dann eben postwendend zurückkam. Union Berlin hat die Qualität, nach vorne zu spielen und dann letztendlich so einen Konter auch zum Abschluss zu bringen. Der hoppelt etwas, Prömel trifft ihn trotzdem ganz gut. Und für Ortega Moreno ist diesmal nicht zu halten. Also 2:1 noch gerade so vor der Pause. Sehr guter Zeitpunkt, um den Anschluss zu erzielen. Wir geben nochmal nach Kiel. Da steht es 0:1 aus Sicht der Gastgeber. Es ist eine absolut offene Partie mittlerweile. Es geht wirklich hin und her. In Dresden ist bereits Halbzeit. Beide Teams haben hier die Möglichkeiten gehabt, den ein oder anderen Treffer zu erzielen. Jetzt kommt vor der Pause nochmal Kiel. Jonas Meffert auf die linke Seite. Steven Leverenz bringt die Flanke. Aber Danilo kann erstmal klären. Doch da ist Meffert und kriegt den Ball. Perfekt auf den schlappen Ausgleich. Was für ein Tor von Jonas Meffert. Jetzt macht er doch sein Ding. Schon am ersten Spieltag ein absolutes Traumtor erzielt gegen den Hamburger Sportverein. Jetzt macht er hier das 1:1 in der 45. Minute. In Bielefeld ist auch Halbzeit. Schlecht von Danilo geklärt. Genau auf die Füße von Meffert. Dann ist aber auch Leitsch noch dran mit dem Kopf. Ansonsten wäre Riemann wohl auch da gewesen. Ja, kriegt er ins Gesicht. Ganz unglückliche Aktion. Und es steht 1:1. Holstein Kiel erarbeitet und verdient sich auch im Prinzip diesen Treffer. 1:1 und damit wird es wohl jetzt auch gleich in die Pause gehen in den anderen Stadien. Wie schon gesehen, ist bereits Halbzeit. Mal schauen, ob es hier jetzt nochmal eine Möglichkeit gibt im ersten Durchgang. Sieht nicht danach aus und es ist Halbzeit. Es steht 1:1. Wir haben bereits das ein oder andere Tor in der Konferenz gesehen. Wir hoffen natürlich, dass es im zweiten Durchgang so weitergeht. Super Zeitpunkt jetzt für Kiel, um auszugleichen. Jonas Meffert mit einem tollen Tor. Direkte Abnahme und dann etwas Pech von Leitsch. Wir geben in die Halbzeit und dann geht's gleich weiter. Jo, kurze Halbzeitübersicht. Das sind die Ergebnisse, die wir bislang in der Konferenz gesehen haben. Ich will gar nicht lange schwafeln. Schaut gerne noch auf meinem Kanal vorbei, wenn ihr auf ja, Prognosen und ähnliches steht. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten Daumen nach oben oder ein Abo ebenfalls immer gerne gesehen. Aber wie gesagt, das war's jetzt mit dem Geschwafel. Es geht weiter mit der zweiten Halbzeit. Viel Spaß dabei.
Zurück in der Konferenz. Dynamo Dresden läuft seit der 31. Minute dem 0:1 hinterher. Hier geht es als erstes los. Die anderen Mannschaften auf den anderen Plätzen lassen sich noch etwas Zeit, sodass wir hier die Möglichkeit haben, aufs Spiel zu schauen, ob Dynamo Dresden schnell zurückschlagen kann. Man möchte nicht zweimal zu Hause in Folge verlieren. Das wäre der Super-GAU. Und sie kommen hier ganz gut. Benatelli auf Ebert mit der Hereingabe. Fernandes. Heuer Fernandes schmeißt sich da auf den Ball und rettet vorm anrauschenden Mittelstürmer. Dresden kommt hier wirklich gut raus. Kone von A. Osman bedient jetzt Heise mit der Hereingabe. Ähnliche Situation. Ab nach Bielefeld. Union konnte ja kurz vorm Pausenpfiff noch das 2:1 erzielen. Jetzt sind sie hier drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Gut in diese zweite Halbzeit gestartet. Es gab schon eine Möglichkeit von Schmiedebach, aber kein Problem dafür, Ortega den zu halten. Jetzt kommt die Flanke und wieder der Bielefelder Schlussmann. Der macht eine richtig gute Partie. Beim Gegentreffer war er machtlos, aber sonst ist er immer da, wenn man ihn braucht. Die Gegentore, insbesondere die drei, die er gegen Regensburg gefangen Tor hat, in Dresden. Wurmen ihn, aber das ist eine andere Sache. Ab nach Dresden. Ausgleich, Dynamo Dresden mit dem 1:1. Osman ist der Glückliche und in der 59. Spielminute steht es hier Remis. Nach dem Eckstoß kriegt Darmstadt den Ball nicht rausgeklärt. Osman ist dann zu frei und hält den linken Schlappen hin. Und stellt hier auf Pari-Pari. Keine Chance für Heuer Fernandes, der Darmstädter, der auch eine überragende Saison bislang spielt, kann hier nichts mehr verhindern. Ayas Osman stellt also eine halbe Stunde vor dem Ende auf 1:1. Wir schauen nach Kiel. Wo ist das 1:1, der Gastgeber ja schon kurz vor der Pause gegeben hat. Und jetzt kommt Kingsley Schindler über die rechte Seite, aber toll verteidigt von Danilo Suarez. Den Unglücksraben vorm 1:1, der den Kopfball nicht präzise genug aus dem 16er klären konnte, sodass Meffert bereitstand. Stunde hier jetzt von der Uhr. Und es ist weiterhin eine offene Partie. Tom Weiland bringt den Ball in die Mitte und da kriegt Lucia den Ball. Wieder Weiland über die linke Seite. Super Flanke, aber so super war die auch wieder nicht. Elfmeter in Bielefeld. Kronholm hat den Ball, bringt ihn nach vorne. Ab nach Bielefeld. Die Möglichkeit für Bielefeld, wieder den 2-Tore-Vorsprung herzustellen. Unglückliche Aktion. Trimmel mit dem Foul. Wir schauen drauf. Und können dann konsternieren. Das ist die richtige Entscheidung. So darf man da nicht hingehen. Edmundson wird gefoult. Kriegt eine richtig heftige Grätsche von hinten ab. Und jetzt die Möglichkeit für Vogelsammer zum 3:1. Vogelsammer scheitert aber, so wie Hinterseher vorhin schon in Kiel, am Keeper. Super Parade von Gikiewicz, der hier seine Eisernen im Spiel hält. Der war mit Wucht geschossen, aber zu unplatziert. Und da ärgert sich Vogelsammer. Völlig zu Recht. Das war die Riesenmöglichkeit. Doch Bielefeld ist eben noch weiterhin hier im Ballbesitz. Florian Hartherz auf Klos. Fabian Klos wieder auf Florian Hartherz. Prömel erstmal dazwischen. Kommt aber nicht so recht an den Ball ran. Nee, Hartherz jetzt mit der Flanke. Und Klos mit dem Abschluss. Gikiewicz nochmal Klos. Und Friedrich klärt das Ganze jetzt. Also nicht das 3:1 für Bielefeld, hier bleibt spannend, ab nach Dresden. Hier ist es auch spannend, weil Dresden jetzt das Zepter in die Hand genommen hat, komplett. Sie wollen jetzt den ersten Heimsieg im neu umbenannten Stadion und Benatelli mit dem Abschluss, aber deutlich zu hoch angesetzt. Kommt da nicht mehr richtig ran und so kriegt er den Ball dann nicht aufs Gehäuse. Da ärgert er sich logischerweise, aber der Versuch zählt und Dresden ist hier wirklich drauf und dran. Es deutet sich so ein wenig an. Das 2:1 hier liegt etwas in der Luft, aber auch Darmstadt hat bewiesen, über Nadelstiche immer wieder gefährlich werden zu können. Und das machen sie jetzt vielleicht. Serdar Dursun. Marvin Melem hat den Ball, spielt auf Kempe. Den muss er eigentlich rüberlegen, kriegt trotzdem Superschuss zustande. Schubert mit einer tollen Parade hält hier das 1:1 fest. Das sind diese Nadelstiche, von denen ich gesprochen habe.
Und die hat Darmstadt immer wieder, auch wenn Dresden hier die Partie gehört. Vor sowas müssen sie sich logischerweise in Acht nehmen. Jetzt gibt es eine Viertelstunde knapp vor dem Ende. Eckball für Darmstadt. Kempe wird den reintreten. Zulu und Co. kommen aber nicht an den Ball. Patrick Ebert ist dazwischen. Gibt es jetzt eine Kontermöglichkeit für Dynamo? Nein, Zulu erobert den Ball wieder, gibt aber Freistoß. Gibt keine gelbe Karte. Etwas Glück in dieser Situation für den Darmstädter Innenverteidiger. Das dauert hier alles etwas lange. Wir geben nochmal nach Kiel. Wo Bochum gerade kommt. Vandenberg mit dem Fehler. Sebastian Mayer auf Hinterseher. Der mit dem Pass quer zu Robbie Cruz. Und der ist drin. 1:2. Das sah aber sehr unglücklich aus, was Kronholm da macht. Und Robbie Cruz stellt wieder auf 2:1 für Bochum. Beziehungsweise stellt wieder auf Führung für Bochum. 2:1 steht es jetzt. 78. Minute. Der Gästeblock freut sich darüber. Ist ja klar, Hinterseher ein Tor gemacht, eins vorbereitet, aber Kronholm verschätzt sich da ja komplett, steht zu weit vor seinem Kasten, dann kommt hier dieser Abschluss, der nicht hart getroffen ist und dann kommt Kronholm da einfach nicht aus den Schlappen. Denkt wohl, dass der vorbeigeht, aber er streckt sich nicht, normalerweise kann er da rankommen. Er versäumt es und so steht 12 Minuten vor dem Ende, 2:1 für die Gäste und Kiel muss wieder ausgleichen, um hier etwas mitzunehmen. Bochum steht momentan an der Tabellenspitze, hätte den HSV und Greuther Fürth überholt. Aber es kommt Kiel, Steven Leverenz auf Wahl. Super Chance, fast der Ausgleich. Hier geht es jetzt in den Schlussminuten nochmal richtig heiß her. 81. Minute, es steht 1:2 und wir geben nochmal nach Bielefeld. Das ist ja auch noch spannend. Absolut. Union Berlin hat die Chancen, macht aber zu wenig draus. Hier diese Rückgabe von Hartl und dann eine tolle Schusschance hier, aber noch zu unglücklich. Und Union kommt wieder groß, aber Salga ist dazwischen, Seufert und der haut den Ball erstmal raus. Das 2:2, absolut denkbar in dieser Phase der Partie. Bielefeld darf sich das eigentlich nicht mehr aus der Hand nehmen lassen, versäumte es eben durch den Strafstoß von Vogelsammer, die Vorentscheidung zu erzielen und jetzt müssen sie eventuell die Konsequenzen tragen. Felix Groß ist im Strafraum mit der Flanke, aber Ortega Moreno fängt den Ball ab und will jetzt einen schnellen Gegenangriff mit diesem langen Abstoß einleiten, aber auch das klappt nicht so recht. Groß bringt das wieder unter Kontrolle. Prömel, was für ein Fehlpass jetzt, da liegen die Nerven auch einigermaßen blank. Vogelsammer. Tor in Kiel. Edmundson, wir gehen sofort nach Kiel, schauen nochmal kurz drauf, ob was passiert. Gibt es die Entscheidung? Nein, ab nach Kiel. Hier gibt es aber die Entscheidung. 87. Spielminute. Der VfL Bochum macht den Deckel drauf. Unglücklich für Kiel. Sie machten jetzt logischerweise auf. Und Tom Weiland mit dem 3:1. Kronholm diesmal nichts mehr zu machen. Da ist der Schuss einfach zu platziert. Hier ist es entschieden. Wir geben nach Dresden. Da steht es 1:1. Da ist in alle Richtungen noch alles offen. Eckstoß für Dynamo Dresden. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Patrick Ebert bringt den rein. Da ist aber erstmal kein Dynamo-Spieler zu finden. Kreuzer übernimmt den Ball. Geht da viel zu einfach durch die Mitte. Legt nochmal quer. Warum nimmt er sich nicht selber den Abschluss? Den nimmt sich dann Ebert im Endeffekt. Aber da muss der Abschluss schon viel früher kommen. So gibt es aber nochmal Eckstoß. Heuer Fernandes hält hier gerade das 1:1 fest. Holland, klar, da geht der Daumen rauf. Aber den Punkt möchte sich jetzt Darmstadt nicht mehr nehmen lassen. Auch ein 1:1 ist sicherlich nicht komplett zufriedenstellend, aber besser als jetzt noch das 2:1 zu kassieren. Ebert nochmal. Kone mit dem Abschluss. In Kiel ist bereits Schluss 1:3. Kriegt Dresden nochmal eine Chance. Eben wieder Heuer Fernandes gegen Kone, aber jetzt muss es schnell gehen, der Ball muss in die Mitte. Nicolau auf Ebert, Holland ist dazwischen und das war's. 1:1 hier nochmal nach Bielefeld. Union will dieses 2:2 und sie kommen nochmal. Schmiedebach, Schmiedebach, was für eine Möglichkeit. Stefan Ortega Moreno hält vermutlich hier das 2:2 fest. Was für eine Parade
in der Schlussminute. Die Nachspielzeit ist schon abgelaufen und da haut er nochmal so eine Parade raus. Sensationell und Bielefeld kann sich gerade bedanken bei ihrem Schlussmann. Es gibt aber nochmal Ecke. Gikiewicz ist mit vorne dabei auf dem Elfmeterpunkt. Bringt da nochmal Verwirrung rein. Reichel macht selber unscharf. Und Prömel, jetzt ist es vorbei. Bielefeld gewinnt am Ende etwas glücklich mit 2:1. Um ein Haar hätten sie das noch aus der Hand gegeben. Wir schauen auf die Tabelle. Was bedeuten diese Resultate? Bochum an der Tabellenspitze mit dem 3:1. Darmstadt auf der 4. Bielefeld auch wieder weiter nach oben gekommen. Union und Kiel eher so im Mittelfeld. Und in der zweiten Tabellenhälfte auf Rang 10 sehen wir Dynamo Dresden. Das war es aus der Konferenz. Wir schauen uns gleich noch die Zusammenfassungen und die Tore von den anderen Partien des Spieltages an. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao! Jo, das war die Konferenz. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Bedeutet, die drei Partien haben wir jetzt ausführlich gesehen. Die, die unten stehen, schauen wir uns der Vollständigkeit halber nochmal kurz an, beziehungsweise wir schauen kurz auf die Tore. Bei Ingolstadt gegen St. Pauli gab es am Freitagabend keine Tore. Gute Schüsse kurz vor dem Ende, aber jeweils keine erfolgreichen Abschlüsse letztendlich. Bei Sandhausen gegen Köln war es ein Treffer in der 77. Minute von Fabian Schleusener, der das Ganze entschied. Bei Hamburg gegen Regensburg sahen wir zwei Tore. Leo Lacroix, der Neuzugang, in der 35. Minute nach dem Eckball mit dem 1:0 und in der Schlussminute Aaron Hunt mit dem 2:0 für den HSV. Damit zwei Heimsiege in Folge für den Hamburger Sportverein. Bei Duisburg gegen Aue traf Lukas Fröde nach 39 Minuten zum 1:0 gegen Martin Mennel. Keine Chance für den Auer Schlussmann. 2:0 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Cauli Oliveira Sosa steht völlig frei und schiebt den Ball nur noch ein. Emanuel Jora konnte in der 50. Minute das 2:1 machen, brachte Aue wieder ran, aber nur wenig später das entscheidende 3:1 von Stanislav Iljutschenko in der 54. Minute. Bei Heidenheim gegen Fürth gab es in der 60. Minute für Fürth Strafstoß, den verwandelte Fabian Reese eiskalt unten links. Es gab aber noch auf der anderen Seite den Ausgleich. Niklas Dorsch in der 65. Minute markierte den Ausgleich, der am Ende auch das Endergebnis bedeutete. Bei Paderborn gegen Magdeburg traf Sven Michel zum Tor des Tages. In der 45. Spielminute schoss er das Ding gegen Fejzic ein. So, und hier sehen wir die Ergebnisse nochmal alle im Überblick. Jetzt kommen wir noch zu drei Partien aus der dritten Liga. Ich werde am Samstag im Livestream, der um 8 Uhr wahrscheinlich schon beginnt, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, ich weiß es noch nicht, die dritte Liga bzw. 7 Partien, die 7 Samstagspartien der dritten Liga prognostizieren. Der Vollständigkeit halber auch hier noch ein paar Spiele in der Kurzzusammenfassung mit den jeweiligen Toren. Bei Preußen Münster gegen Cottbus am Freitagabend traf in der 45. Minute Martin Kobylanski zum 1:0. Psychologisch wertvoller Zeitpunkt. 2:0 von Kevin Rodriguez-Pires in der 90. bedeutet jeweils in der Nachspielzeit der Treffer für Münster. Somit gewinnen sie 2:0. Dann im nächsten Spiel Marc Haider schoss zum 1:0 ein in der 8. Minute gegen Zwickau und in der 74. Minute von David Blacher die Entscheidung. Damit Osnabrück wieder oben auf. Halle gegen VfR Aalen zum Abschluss des Spieltages. Sehr deutlich. 3. Minute Matthias Moris bereits mit dem 1:0. Lukas Schnellbacher in der 13. mit dem 2. Streich. 21. Minute Marcel Beer bereits zum 3:0. Da war dann schon alles entschieden. Die Partie beruhigte sich dann in der 51. Minute. Dann aber wieder der Treffer. Lukas Lemmel steht richtig am 2. Pfosten, hält den Fuß nur noch hin. Und das 5:0 zum Abschluss in der 68. Minute wieder von Matthias Moris. So, das waren die Ergebnisse bzw. die kurzen Spiele der dritten Liga. Die sehen wir dann im Livestream noch am Samstag, ganz genau, in ja, ausführlicherer Art. Auf jeden Fall wollte ich aber nicht irgendwelche Spiele auslassen, weil ich ja auch gehört habe, dass Tabellen geführt werden und dementsprechend, ja, habe ich das jetzt mal so geregelt. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.